Tow truck is at the lot. So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession von GTA 5 im Story-Modus. Wir sind hier immer noch mit Trevor unterwegs, noch so ein bisschen bei den Vorbereitungen für den Raubzug quasi. Und dann wollen wir jetzt mal schauen, das sieht hier aber auch aus, ne? Das ist unglaublich. Schauen, was da jetzt noch so als nächstes ansteht. Ein Teil hatten wir ja schon in der letzten Aufnahmesession erledigt. So, hier müsste ja noch was sein. Und das war's dann, glaube ich, auch, ne? So, wir fahren da auf jeden Fall mal hin und gucken, was uns da erwartet. Und ich glaube, dann haben wir alle Vorbereitungen auch soweit erledigt. Es ist schon ein bisschen her seit dem letzten Mal, deswegen habe ich das nicht mehr ganz so im Kopf. Aber wir schauen einfach mal. So, Controllerkabel hier mal wieder ein bisschen unter Kontrolle bringen. Und dann geht er nochmal los. Ja, Junge. Lege ich dich nicht mit Trevor an. Das wäre mutig. Leicht verguckt. Wir müssen auch bald mal wieder mit Franklin so ein paar Aufträge erfüllen, um mal wieder ein bisschen zu Kohle zu kommen. Hallo? Der hat mich rechts überholt. Wo hat der denn seinen Führerschein gemacht? Das ist unglaublich. Das wird auch mal wieder ein paar Börsen geschäftet. Wir wollen ja irgendwann auch mal anfangen, die Autos ein bisschen aufzumotzen. Aber dazu wollen wir erstmal noch bisschen Geld verdienen, oder was heißt wollen? Wir müssen quasi. Was war das denn für Kunde, Alter? Don. Ach, fährt das Ding? Oh, glaube ich gar nicht. Können wir das auch? Ich glaube nicht. Geht nur im Multiplayer. Ach Gott, fährt das oder habe ich mich einfach nur verdrückt gehabt? Ich glaube, ich habe mich bestimmt verdrückt gehabt. Ah ja, ein Müllauto brauchen wir, ne? Klau den Müllwagen. Run! You don't want to end up in the back of this! Wer parkt denn da so quer über der Straße? Das ist wieder unglaublich, ne? Och nö. Die wollen jetzt wegen so einem Müllauto oder wie? Das ist unglaublich.
Dann können wir den Punkt wieder wegmachen, weil der irreführend ist. Ja, und ich nehme mal an, sie schießen auch gleich wieder. Ist ja auch, wenn man mal ein Müllauto klaut, ist das natürlich auch gleich ein Grund für die Polizei, hier das Riesenarsenal rauszuholen. Das ist jetzt natürlich nicht unbedingt gerade das wahnsinnige Fluchtfahrzeug. So ist nicht viel mit abhängen. Leute, es ist ein Müllauto. Ist jetzt nicht irgendwie ein Panzertransport oder was weiß ich was. Ich sehe jetzt auch gerade nichts, wo wir uns irgendwo mal ins Gelände schlagen können. Oh. Ja, super. Kennen wir alle noch von GTA San Andreas, das Wohnviertel, ne? Ja, ist wieder sehr geschickt zwischen zwei Bäumen eingeparkt. Das ist wieder so typisches. Nicht wahr? Ja, würden sich die Herrschaften Polizei da mal wegbewegen, dann könnte man hier auch ein bisschen besser fahren. So, hier, mach zu, ich komm von der Schicht, Alter, ne? Ich will hier Feierabend machen.
So, ich glaube, damit sind die Vorbereitungen abgeschlossen. Sanitation truck's there now, so don't you bother. All right, that's everything. I'll call Steve, tell him we're ready to move on this. Alles klar. So, nochmal rein informativ. Oh Gott. Keine Delle in den Staub. Missionszeit. Naja, drauf verzichtet. So, ja, wie müssen wir jetzt auf Michael nochmal schalten oder was? Nah, it ain't right. I ain't doing it. Was genau macht er nicht? Das ist nicht richtig, das mache ich nicht. So, und dann ist die Mission der Meriwether Raubüberfall. Gehen wir mal dahin. Hoch. Meriwether Raubüberfall klingt doch spannend, ne? Ich weiß gar nicht, ob das jetzt die Mission schon ist. Ich glaube ja. Alter! Mach doch! Nein, nicht einsteigen, ziehen aus der Karre! Keep going, old baby! It's just a car! Are you kidding me? Fährst mir nicht mehr vor die Karre, ey. Entschuldigung, aber man kann sich ja nicht alles bieten lassen. Oh, jetzt haben sie dem armen Kerl das Auto noch geklaut. Na gut, er hatte eh keine Verwendung mehr dafür. Blau ist gar nicht Michael, ne? Blau müsste Trevor sein. Oder? Ich komme mit den Farben immer noch so ein bisschen durcheinander. Ich glaube, blau war Trevor. Oh, wo reingehen kann er? Ach, das ist der Auftrag. Ja, gut, dann machen wir den oder gucken uns den jetzt mal an. Wo wir fliegen sollen, können müssen. Glaube ich. You and him, the old father-son issues? Gives me the fucking creeps. How's the leg rub? Oh, it's excellent. You want to go? No, I'm good, though. Hey, I called you boys here to discuss this job that I've been planning. Fuck are you talking about? Shut the fuck up, Michael, all right? You owe me.
Hey, did you talk to Lester? Bis dann denken, bei Gelegenheit unbedingt Trevor mal umzuziehen, ey. Right? Er gefällt mir so gar nicht. We get 20%. Well, unless, of course, you go states again and have me arrested. Hey, it wasn't like that. You better not have been. I mean, like, you give a fuck. Oh, see, I give a fuck, Michael. It's a position. A fucking viewpoint, all right? Like God, like evolution, like anything else. Sunshine, boredom, lies, that's what we got. Other people, they have other worlds. But for me, I'm like a vulture just circling the desert looking for fucking corpses, you know? A carrion-eating motherfucker. Do you understand that? Wow. Woo! Bravo, you fucking idiot. Man, I still don't get the score. What's the fucking plan? We got Floyd, all right? Now... Floyd, not the fuck! Get out of here, all right? Now, Floyd here works at the port. He puts me onto Meriwether Security, who were running some tests out at sea for Uncle Sam. We're gonna take whatever it is they're testing. Now, got a couple buyers lined up, a guarantee, no problems, no major heat. Ich glaub das nicht so. Right? Slightly past dead vibe to an airfield where I got a sub. Got a chopper, I got everything we need. Alright, let's do this, you fucks! Ja, eben. Worauf warten wir noch? Auf schöneres Wetter vielleicht. Sandy Shores Airfield, if you please. Bitte, die Herren. Sandy Shores. That's quite a distance. What's with this guy? Man, I didn't realize we was going all the way out there either. I've been told your generation are work shy. Repeatedly. But this is the first time I've seen it for myself. You won't leave the city for the biggest take of your life? Man, it's not like that. Well, what is it like? Huh? You think the world owes you a living? You want... Fuck me! You want money and respect, but you won't cross the street to get it. That useless millennial shit is more of a middle-class thing. Where I'm from, hustling is still hustling. And going halfway across the state is still, going halfway across the state. Yeah, well, Sandy Shores is the global headquarters for TP Inc., okay? So we gotta make the trip. TP Inc.? Trevor Phillips Industries. My company. Industries or Incorporated? If it's TP Inc., it'd be Trevor Phillips Incorporated. Just saying. You're mocking me! Nice! Is it so strange that I've made a success of my life? I know that wasn't what you wanted. I know that wasn't what you wanted for me when you ran off, but still. Trevor! It's a business, Michael. An honest American business, and there aren't many of them left. Hey, you know this airstrip we're going to? We're managing it. Yeah. I hate to think what you did to the last managers. The lost MC LLP experienced an unexpected downturn. We had to step in. The lost motorcycle club. Yeah, you're a serious dude. I cannot believe this. The hard-working entrepreneur is getting shit from a guy so lazy he retired in his 30s. And then from this other guy, whose sense of entitlement is so strong, he asks how far we had to travel when he's offered a job he ain't even qualified to do. This is why the country is screwed. There's not enough me's, there's too many you's. Yeah, a country full of you's. That's just what this world needs. Shit would get done. It would be Darwinian. Hey, look, dude, we're helping you out. But if you think you'd be better off on your own... No, 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 hey, look, hey, God, just let's calm down, all right? We have a score to take. There is profit to be made. I mean, don't that beat getting picked up by G-Men and forced to work for free? Yeah, all right. Talk us through exactly what's going on. We're going out to Sandy Shores. I know that part. My guys will meet us there. They'll have the submarine. I'm gonna get into said submarine then... Wait, hold on. You had the flying lessons, right? Hey, I came prepared. I didn't know what I was preparing for, but I'm feeling pretty confident in the air. Good.
Hey, what's the next part of the plan? There's an army chopper there. Ganz wohl in der Luft. You're both naja, wir haben alle die Flugschulen gesehen. Ne? You're gonna take off, pick up the submarine with me in it, and flying out to a point off the coast. You're gonna drop me into the ocean. I'll pilot the sub down and find the device the government's been testing. I'll get it, surface, you'll fly me back to the airfield. What kind of device? What kind doesn't matter. How much will be paid for it does matter. These are government scientists we're robbing. I said at the condo. The tests are being run by Meriwether Security Consulting. Ah, yes, the mercenaries. Fresh from fighting our secret oil wars. Should be very relaxing. If stealing a prototype like this from the government was relaxing, then everyone would be doing it. As it stands, we've got an opportunity to mint some serious coin. Oh, whoa, 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 whoa. There's easier ways. And this sounds extreme, T. Even for you. Can't we rethink? Ach, how deep are you into it? How deep? I've got a sub. Hey! Hey, here's the sub! Floyd, wait! Wait in the hangar! I guess this is our chopper.